Schon wieder ist eine Woche rum, wir haben Montag und eine neue Andacht ist fällig. Und ich möchte euch jetzt schon eine kleine Warnung geben. Das ist etwas, was wir heute in der Andacht haben, das äh, ist nicht so ganz einfach aus unserer Kraft umzusetzen. Aber wir haben ja Jesus und wir haben den Heiligen Geist in unserem Herzen als Gotteskinder, als glaubende Menschen. Hör dir die folgende Andacht an. Es sind Worte, die Hiob gesprochen hat, der ja sehr viel Leid durchlebt hat. Die Andacht lautet, der Herr hat's genommen. Hm. Hiob 41, Vers 3. Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Sagt der Herr. Alles was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Hiob 41, Vers 3. Hier hält Gott den Menschen die Frage vor: Wer hat mir je etwas gegeben, dass ich verpflichtet wäre, dementsprechend etwas wieder gut zu machen? Damit macht der Allmächtige unmissverständlich klar, dass er in keines Menschen Schuld steht. Niemals. Denn alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört Gott. Alles, was wir besitzen, unser Leben, unsere Gesundheit, unsere Familie, unser Besitz, unsere Begabung, unsere Arbeit, unsere Ehre, unser Erfolg. Alles ist sein Eigentum. Uns gehört nichts davon. Wir sind nackt aus dem Mutterleib hervorgekommen, wobei nicht einmal das auf uns zurückgeht. Und doch tun wir so, als ob uns alles gehört. Das zeigt sich besonders dann, wenn Gott sein Eigentum legitimerweise wieder zurücknimmt. Wenn ein Unglück passiert und uns etwas Liebes genommen wird, dann neigen wir zum Hadern, dann sind wir nicht einverstanden. Dann sind wir so töricht und meinen, uns geschehe etwas Unrechtes. Gleich heißt es, warum hast du das zugelassen? Gott, warum geschieht das gerade mir? Was geht bei solchen Reaktionen in unseren Herzen eigentlich vor? Wir vergessen, dass uns alles nur geliehen ist. Dass wir nur Haushalter von Werten sind, die uns gar nicht gehören. Wir erheben uns gegen Gott und bestreiten ihm sein Eigentum. Darum fragte Jesus einmal, habe ich nicht Macht? Mit dem Meinen zu tun, was ich will? Matthäus 20, Vers 15. Paulus meinte zudem: Was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? 1. Korinther 4, Vers 7. Hiob war da anders. Als die vielen Plagen über ihn kamen, war sein prompter Kommentar, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Er sah die Sache so, wie sie den Tatsachen entsprach. Er erkannte, dass er keinerlei Ansprüche hatte. Er gestand dem Herrn zu, so zu handeln, wie es ihm als Eigentümer aller Dinge beliebte. Hiob hatte die richtige Theologie und das richtige Gottesbild. Das verschaffte ihm mitten in den größten Nöten einen gesunden Glauben, der echte Kraft hatte, ihn zu tragen. Hiobs Frau kannte diese heilsame Lehre leider nicht. Sie meinte schweres Unrecht zu erleiden und glaubte, von Gott bestohlen worden zu sein. Deshalb rief sie ihrem Mann zu, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb. Von ihr hören wir später nichts mehr. Aber Hiob kam nicht nur durch seine schweren Nöte hindurch, sondern der Herr segnete sein späteres Leben mehr als sein früheres. Welchen Glauben willst du? Den von Hiob? oder den von seiner Frau. Mach dir bewusst, nichts habe ich, Herr, was mir gehört. Alles, was ich bin und habe, ist dein, und du hast die freie Verfügungsgewalt. Dein Wille geschehe. Welch ein Friede, welch eine Kraft strömt in dein Herz bei diesem gesunden Glauben, Gott schenke ihn dir. Und der Herr sei mit dir auf allen deinen Wegen.